Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Ein Licht in der Dunkelheit. Papst Franziskus, jeder kennt ihn. Doch schaut doch einmal das Kreuz an, welches er hier in der Hand hält. Es fällt gleich auf, dass es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Kreuz handelt, wie man das sonst so kennt. Dieses gebogene Kreuz hielten auch schon bereits seine Vorgänger in den Händen, wie zum Beispiel Papst Benedikt XVI. Oder Johannes Paul II. Was hat es nun mit diesem Kreuz eigentlich auf sich? Dieses Kruzifix ist als Bent Cross, also gebogenes Kreuz, bekannt. Aber was heißt das? Wenden wir uns zur Beantwortung dieser Frage an einen römischen katholischen Schriftsteller. Sein Name ist Piers Compton. In seinem Buch Das gebrochene Kreuz schreibt er: Bei diesem Kruzifix handelt es sich um ein unheimliches Symbol, das von Satanisten im 6. Jahrhundert verwendet wurde und das zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils wiederbelebt wurde. Dies war ein verbogenes oder gebrochenes Kreuz, auf dem eine abstoßende und verzerrte Figur Christi abgebildet war. Die schwarzen Zauberer und Zauberer des Mittelalters hatten den biblischen Ausdruck Zeichen des Tieres verwendet. Doch nicht nur Paul VI., sondern auch seine Nachfolger, die beiden Johannes Pauls, trugen diesen Gegenstand und hielten ihn, während sie von Menschenmengen verehrt wurden, die nicht die geringste Ahnung hatten, dass es für den Antichristus steht. Dieses Kreuz hier ist weder oben noch unten gebogen. Darüber hinaus ist das Bild von Jesus Christus eine vollständige Figur, ohne jegliche Verzerrung oder Entstellung. Das traditionelle römisch-katholische Kruzifix unterscheidet sich sehr stark vom gebogenen Kreuz. Wie ihr seht, ist das Kruzifix, das Papst Johannes Paul II. Den Menschenmassen vorhält, nicht das traditionelle Kruzifix, sondern das satanisch verbogene oder gebrochene Kreuz. Dieses gebogene Kruzifix wurde von Satanisten geschaffen, um den Antichristen und sein Malzeichen des Tieres darzustellen.